Lach mi hente. Ja, Mann, dankeschön. Oh, noch richtig müde heute Morgen, ey. Leichte Magenverstimmungen. Büro riecht aber wieder ganz ordentlich. Stinkt es immer noch nach Food Spray. Also gestern wurde hier ja sauber gemacht. Das war auf jeden Fall wichtig. Deswegen ist eigentlich alles wieder top. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mich manchmal so ein bisschen in eine falsche Richtung drehe, dass dann aus meinem Stuhl noch so ein bisschen Furzgeruch rauskommt. Aber das könnte auch von mir sein. Timo ist gerade Köpfelchenbauer hin, ne? Und ja, Jungs, Tabakseite von uns ging heute Morgen auch online. Der Nightbot kann es vielleicht mal reinbuddern. Falls ihr den Teasy-Tabak wollt, könnt ihr den ab heute bestellen. So sieht's aus. Ist der Tabak von euch ohne Menthol? Sí, claro. Ohne Menthol, ohne Minze. Wir können aber auch, wenn Simon den Preis gecheckt hat, 2,9 habe ich ihn gesehen. Ja. Ah, da bist du doch. Da bist du doch. Hier seht ihr den Tabak. Wir nehmen zum Beispiel den guten alten Ulu. Da kommst du nicht drauf. Achso, komm ich jetzt hier zu den Sorten. Ja. Hier, ne? Tizi Schubesch Edition Take 3, Bam Bam und der gute alte Ulu da. Ja, hier seht ihr das. Schmeckt, hier haben auch die Aromen stehen hier drin. Ulodag, Zitrone, Limette, Tutti Frutti. Alles ohne Minze, ohne Menthol. Ihr wisst ja das neue Gesetz. Bam Bam. Schmeckt auch sehr, sehr nice. Erdbeere, Vanille, Kaugummi, Creme. Und dann haben wir noch den Take 3. Ist so ein bisschen der Mix entstanden, Freunde, von den Sachen, wo wir eigentlich immer so am liebsten rauchen. Genau. Und da haben wir uns so drei Sorten dann ausgesucht. Genau. Man muss natürlich klar sagen, Jungs, ne, wir füllen die Dinger nicht selbst ab oder machen die irgendwas. Es läuft natürlich immer noch über jemanden, ne, ist ja auch klar. Auslandslieferung geht leider aktuell noch nicht, wegen Tabaksteuer, Tabakgesetz. Die sind da ganz, ganz wild. Ne? Ja. Da muss man sich um so viel Sachen kümmern, hab bestellt. Das ist... Da kriegst du leider einen Strick davor gemacht. Ne? Das ist nicht alles so einfach, da überhaupt mal dann durchzublicken, wie man das machen kann. Aber da wird auf jeden Fall dran gearbeitet, dass das dann funktioniert in nächster Zeit. Was wir halt auf jeden Fall gemacht haben, Jungs, wir haben den Tabak auf Ehrenbruderbasis natürlich selbst erstellt. Das heißt, uns hat immer jemand was zugeschickt. Wir haben geraucht, haben gesagt, hier, das muss geändert werden, das muss gemacht werden, das muss geändert werden. Und das ist der ehrenhafte genau. Tabak, so wie wir ihn rauchen, wie unsere Geschmäcker sind. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf euer Feedback. Der Tabak ist, wie gesagt, jetzt erhältlich. Auch der Nightbot, ich glaube mit Ausrufezeichen Tabak, kann es sein? Ja, kommt, glaube ich, hin, ja. Welchen Tabak feiert ihr? Ich habe mir 6 Dosen geholt, Ehre. Also ich feiere persönlich, mein Favorit ist eigentlich, ich schwank so ein bisschen zwischen Take 3 und Ulodag. Meiner ist Ulodag, muss ich ehrlicherweise sagen. Ulodag finde ich, boah, das ist echt, also die anderen sind auch Hammer. Wen soll man überhaupt mitnehmen, schreibt es mal rein. Aber ich muss sagen, Ulodag ist mein, das war auch immer, weil wir immer hier drüben zu unserem, Dönermann geht, da trinke ich immer das orangene Uludach. Ja, jetzt jeder wird sagen, oh, das Weiße. Ich trinke immer das orangene Uludach. Und dann hab gesagt, Digga, so ein Tabak, sowas muss, ne? Sowas muss. So ist er entstanden, der Gute. Wie fandet ihr die ersten Bundesligaspiele? Ganz ehrlich, Leute, wenn ich das sage jetzt, ne? Ich finde, dieser ganze Hygieneplan und wie das alles gemacht wird, persönlich finde ich sowas von Schmutz, Digga. Es ist einfach alles so eine Alibi-Scheiße. Hauptsache, der Rubel rollt. Ist meine Meinung. Die machen so ein Geschiss, Digga, mit ihrer Maskenpflicht und dies und das. Beim Torjubel rennen, die laufen ein, ja. Jeder geht direkt auf seine Position, links, rechts und so. Dann ist Anstoß und es rennen 11 oder dann in dem Fall 22 verschwitzte Menschen aufeinander. Da interessiert wieder keiner einen Hygieneplan oder sonst irgendwas. Ich persönlich, und es ist auch meine Meinung, wie ich es schon seit Anfang der Corona-Scheiße habe. Ich sag, da ist so viel Kommerz drin. Unser Volk, wir werden komplett verarscht. Das ist meine persönliche Meinung. Es ist einfach nur Schmutz, was einfach mit dem ganzen Volk passiert und ausgelegt wird. Es gehen so viele Firmen kaputt. Es gehen so viele kleine mittelständische Betriebe kaputt. Aber die Bundesliga erstellt ihren Hygieneplan, wo die Spieler getrennt einlaufen und danach umarmen sich 8 verschwitzte Menschen bei einem Torjubel, Digga. Also die Politik für mich hat komplett in der Corona-Krise komplett versagt. Das einzige Gute, was wir in Deutschland haben und was wirklich gut ist, Digga, an unserem Deutschland ist unser Gesundheitssystem und dafür können wir echt dankbar sein, dass wir so ein krankes Gesundheitssystem haben. Aber was die Politik macht, ist in meinen Augen
Absoluter Schmutz, Digga. Absoluter Schmutz. Ich habe auch gestern getwittert, weißt du, da sagen sie, gehen sie mit der Kamera, gehen sie hin, die müssen in der Kabine, ist Maskenpflicht. Wenn du das Mikrofon ist vorne Plastik, der muss mit einer Maske dort stehen. Aber dann auf dem Platz halten die alle 1,50 Meter Abstand. Im Studio hocken sie beide zusammen und dann schreiben noch Leute bei Twitter drunter, so, wieso habt ihr keinen Mundschutz an? Also sollen die jetzt einen Mundschutz auf dem Spielfeld tragen? Ja, aber Digga, da braucht uns auch keiner in der Kabine tragen. Wie lächerlich ist es, das Interview, der, mir fällt der Name gerade mal ein, der steht 3 Meter weg von der Bande. Irgendein Sky-Reporter renkt sich der Arm aus, um dorthin zu kommen mit seinem Mikrofon, wo der Plastikschutz drauf ist. Und der Plastikschutz, was macht der Plastikschutz? Und dann 2 Minuten später rennen alle auf dem Platz rum. Also Digga, dann lass es wirklich die Scheiße. Dann sag's, wie es ist, Alter, leg die Eier auf den Tisch und sag, wir fahren jetzt wieder hoch, wir machen jetzt wieder alles normal, es funktioniert, egal wie. Aber das, Digga, also mein bester Wille. Also ich habe mich auch mega auf die Bundesliga gefreut, bin ich ehrlich. Ich hab's auch genossen mit einem schönen Weizenbier, mit meinem Vater nebenher ein bisschen gearbeitet. War alles absolut geil. Aber dieser Hygieneplan, das ist ein Witz. Brauchen wir nicht drüber reden, Digga. Brauchen wir nicht drüber reden. Zumal, Jungs. Brauchen wir nicht drüber reden. Im Supermarkt, ist meine Meinung. Kann jeder seine Meinung haben. Im Supermarkt überrennen sie sich alle. Es wird überrannt, aber im Stadion darfst du da nicht nebeneinander sitzen. In den Zuschauerdinger mit dem Mundschutz. Aber im Supermarkt, ja, ist mehr los. Geh mal bei uns in den Globus. Da ist mehr los wie in jedem Stadion, Digga. Ja, weil im Stadion 80.000 Menschen sind. Digga, wenn du immer einen Platz freilassen würdest. Im Supermarkt tümmeln sich hunderte Menschen auf einem Platz. Es ist alles nur Show, Digga. Es ist alles nur Show. Alles nur Show. Es ist alles nur Show. Weil er sagt, die ganze Mannschaft war eine Woche davor in Quarantäne. Ja, aber wieso müssen sie in der Kabine einen Mundschutz tragen? Nur wenn die Kamera dabei ist, Digga. Glaubst du, die gehen mit Mundschutz duschen danach zusammen? Ach, das ist alles Quatsch. Das ist die Stelle. Das mit den Zuschauern sage ich auch, Digga. Mit den Zuschauern, das muss nicht sein. Kann man anders lösen, muss aber so nicht sein. Wir sind doch alle sowieso nur Marionetten. Genau das ist es. Aber man muss halt vorsichtig sein, was man sagt, sonst ist man ein Verschwörungstheoretiker. Genau. Und das ist das Krasse, Jungs. Ich finde es ja auch zum Beispiel, wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, überlegt euch mal. Ihr müsst beim Einkaufen, ich hätte schon beinahe Schlägerei gehabt beim Einkaufen. Die sagen zu dir, du musst einen Einkaufswagen nehmen. Dann nehme ich den Einkaufswagen so, dass ich mal 1,50 Meter Abstand halte. Aber ich laufe in den Drecksladen rein und gleichzeitig strömen links und rechts an mir die Menschen vorbei, Schulter an Schulter. Kann der Coronavirus nur nach vorne und nach hinten? Kann der nicht nach links und rechts oder was? Es ist alles schmutziger. So wie er sagt, wir sind Marionetten, wenn du irgendwas sagst, dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Genau. Wir müssen uns halt an die Gesetze halten, müssen mitmachen, sonst ist man halt... Ne? Ich fand es halt nur so lächerlich, wie sie halt mit der Kamera dann sagen, auch in der Kabine, wenn die Hygienevorschriften, da wird Mundschutz. Sagen, ja, genau, und dann rennen sie da drin, Ibisevic beim Jubel, umarmt, Ding, zack, denke ich mir so, ja, wow. Grüni kommt in die VIP-Army, aber jetzt ist wirklich Themawechsel, Jungs, schon genau. Auf die WL und nicht auf diese Schmutz-Corona-Scheiße, die haben wir schon lang genug. Wir hoffen, dass alles gut ausgeht. Dass alles bald wieder rum ist und wir wirklich alle zusammen wieder in unser normales Leben zurückkommen. Was war eigentlich bei Schalke los gestern? Ja, die Schalke haben es wirklich gemacht, Digga. Die haben 1,50 Meter Abstand gehalten dort auf dem Platz. Die haben 1 Meter Sicherheitsabstand gemacht. Genau, Bro. Da kann ja jeder seine Meinung haben. Was auf jeden Fall... Was ich aber jetzt auch noch ganz kurz jetzt einhaken muss. Man muss aufpassen, das ist natürlich klar. Was ich aber jetzt wirklich einhaken muss. Da seht man doch wirklich, Digga, wie wir verarscht werden. Corona-Krise ist im vollen Gang. Nach 10 Wochen kommt der Mundschutz. Und warum kommt er erst nach 10 Wochen, der Mundschutz? Weil wir die ganze Zeit keine Masken haben. Da hat sich keiner drum geschert, ob du mit Masken irgendwo hingehst oder nicht. Jetzt, wo dann wieder sämtliche Firmen ihr Geld machen können, mit Maske verkaufe, die Politik sich wieder hinstellen können, als wären sie Könige, dass jetzt wieder Maske da sind. Jetzt auf einmal muss jeder den Maskenschutz kaufen. Die Maskenschutz kommt raus, ich gehe in den Globus, vorne steht ein Häuschen mit 1 Euro pro Maske. So, wer verdient wieder an der ganzen Scheiße? Dass der Maskenschutz überhaupt nichts bringt, so wie es die ganze Virologe und alle sagen, interessiert keiner. Die Politik, hier, Masken, wir sind. Aber jetzt ist Schluss. Kein Bock mehr auf das Thema. Sonst kriege ich wirklich Hass. Man braucht es nicht aufregen, weil Eli Geller steht 17-6. Ja, Digga, ich habe es gestern gesehen. Der Arme. Aber das ist die WL, Freunde, wisst ihr? Und da braucht man eigentlich eine Maske für die Weekend League. Weil Eli war gestern zu wild, aber... Digga, ich hab gestern Eli geguckt und hab mir gedacht, Digga, das haben wir immer. Wir haben's immer, diesen Schmutz. Ja, nicht immer, nee, aber schon oft diese Scheiße, ne? Aufheben den Bratan, ich denke auch fast, ne? Ja. Weil nächste Woche bauen wir uns auf jeden Fall ein richtig geiles Bundesliga-Team. Wo kann man den Tabak kaufen? Ausrufezeichen, Tabak, kommst du hin? Im Büro ab und an kommt noch ein bisschen Geruch durch, Digga, aber eigentlich nicht mehr so arg. Wir testen den echt mal, ne? Den Kollege. Ja, krass sieht er ja aus, ne? Ja. Krass sieht er ja aus, der Bratan. Ja. Moin Meister, alles gut bei euch? Sehr gut, Digga, sehr gut.
hatte Kräufe mit Alkenpack. Baba, ich würde sagen, wir schwitzen gleich mal rein in eins. Gehen wir rein. Erstmal das Westliche zumachen. Also ich habe heute einen ganz empfindlichen Arsch. Ganz empfindlich. Ich muss aber Atem und Dampf ablassen. Aber ganz empfindlich. Ich weiß nicht, warum das plötzlich so kommt. So, Schwitzermonitor ist wieder da. Vor allen Dingen, der arme Benji hat einfach einen Ausschlag von dem Furzspray am Kopf. Der arme Digga, was hast du mit dem gemacht? Wirklich.